So, erster Blick ins Stadion. 29 Meter, machst direkt. Oh, Glanzparade! Das Spiel ist aus! Ich darf euch recht herzlich willkommen heißen zu einem neuen Stadion-Vlog hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute sind wir bei der Partie VfL Bochum gegen RB Leipzig, Leute. Oder auch der 15. gegen den 3., meine Freunde. Es wird ein sehr, sehr nice Spiel, deswegen lasst jetzt gerne schon mal einen fetten Daumen oben da. Kostenloses Abo, um keinen Stadion-Vlog mehr zu verpassen. Denn heute werden wir auch noch bei der Partie sein von Dortmund. Da gibt es auch später einen Stadion-Vlog zu. Aber kommen wir jetzt erstmal zum Faktencheck der beiden Mannschaften. Und zwar, wie sind sie in der Vergangenheit gestartet? Und zwar beim letzten Spieltag hat der VfL Bochum gewonnen gegen Köln 2:0. Und RB Leipzig hat souverän 3:0 zu Hause gegen Gladbach gewonnen. Und wenn wir einmal ganz kurz auf die Tabelle schauen, sehen wir auf jeden Fall, dass RB Leipzig auf jeden Fall Gas geben muss, wenn sie oben dran bleiben will. Und Bochum genau das Gegenteil. Sie müssen auf jeden Fall Gas geben, um unten rauszukommen. Ich glaube auf jeden Fall, dass das ein ganz, ganz enges Spiel wird für Bochum, denn wir sehen gerade die Statistik der beiden Mannschaften und das sieht gar nicht gut aus. Bochum hat alle Spiele gegen RB verloren, wirklich alle. Und ich glaube auch, dass es heute ein sehr, sehr schwieriges Spiel wird, aber man sagt ja totgesagt, wir leben länger und so weiter. Schauen wir uns einmal hier die Aufstellung der beiden Mannschaften an. Damit werden die beiden Teams ins Rennen treten. Und ja, ich glaube auf jeden Fall auch, dass es ein sehr, sehr spannendes Spiel wird, aber ich glaube, dass RB dieses Spiel mit 3:1 gewinnen wird, Leute. Wie gesagt, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. Lasst uns gemeinsam mit diskutieren und ich würde sagen, bei dem schönen Wetter gehe ich jetzt erstmal was frühstücken. So, ich bin jetzt angekommen hier bei Ikea, schön Fensterplatz am Start. Denn ich habe es nicht mehr so weit, ich bin bereits schon in Dortmund. Und dort gehen wir jetzt erstmal bei Ikea was frühstücken. Schön ein paar Brötchen und zum Nachtisch gibt es einen schönen Kuchen und einen Kakao. So, mit dem Essen sind wir fertig, wir sagen uns auch zum Stadion. Wir müssen noch genau 15 Minuten fahren. Also ich bin ja so das erste Mal hier in Bochum im Stadion. Ich muss sagen, es sieht hier so echt nice aus, also gefällt mir. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Wie findet ihr das so? So, hier ist unser Vlog, dann gehen wir doch da jetzt erstmal rein. So, erster Blick ins Stadion. Ja, klein, aber fein. So, Platz am Start, hier werden wir sitzen. So Leute, das Spiel beginnt. Bochum spielt von links nach rechts. Auf einen guten Kick. Falls euch wundert, warum da alles leer ist, das gehört zum Gästekontingent. Also das Blau-Weiße können alles die Leipziger füllen. Ich muss ja sagen, Bochum macht das sehr stark. Sie verteidigen wirklich gut und gehen sofort drauf, weil wir müssen natürlich jetzt aufpassen. Schiri lässt Vorteil laufen, jetzt ganz gefährlich werden. Oh, Werner. Die ersten 16 Minuten sind gespielt und muss sagen, Bochum macht es sehr gut. Sie gehen vorne früh drauf und hinten verteidigen sie wirklich sehr stark. Es ist natürlich eine Frage, wie lange können sie dieses Tempo durchhalten, was natürlich enorm kräftezehrend. Aber ich muss sagen, bis jetzt mal sehr stark. Es regnet hier im Stadion. Also bis auf die eine Chance hat Leipzig jetzt nicht so wirklich viel gehabt. Also wenn sie meistens gefährlich werden, dann über links, über Timo Werners Ecke. Oh. Das passt doch auf da. Oh, hoffentlich pfeift er nicht. Ah, das wird bestimmt geprüft. Man muss ja heutzutage sagen, es wird ja echt alles geprüft. Auch gestern in Bielefeld, das ist ja nur anticken brauchst du den Gegner am 16er, dann gibt es schon 11 Meter, weil er sich das 10 Minuten anguckt, so lange bis er das irgendwas sieht.
Schreibt mir eure Meinung gerne dazu unten in die Kommentare. Ja, jetzt Freistoß RB, gute Torsituation, ungefähr 28, 29 Meter im Ast direkt. Jetzt die Konterchance, unnötiger Ballverlust. Oh, sehr stark durchgelassen. Aus. Jetzt mal zeigen ein. Er setzt sich stark durch. Oh. Abstoß. So, wir haben noch 10 Minuten bis zur Halbzeit. Muss sagen, Bochum hat stark begonnen. RB ist besser ins Spiel reingekommen, aber jetzt müssen sie gucken, dass sie sich überhalten können. Und vielleicht die Chance ist auch spielen. Das war eigentlich ein Foul, ich sag weiterspielen. Boah, Riesenchance. Jetzt vielleicht nochmal kurz vor der Halbzeit. 45 bricht gleich an. Flanke ein bisschen zu weit, schade. Sie nutzen die Chance, die sie haben. Also spielt echt nicht gut aus, muss man sagen. Und damit ist Halbzeit in Bochum 0:0 ohne Nachspielzeit. So, zweite Halbzeit hat jetzt wieder alle begonnen. Halbzeit irgendwie, sie ging nicht. Ich musste die ganze Zeit Fokus machen. Also, was hier abgeht, ey, ist echt krass gewesen. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass jetzt Tore fallen. Es hat also aufgehört zu regnen. Oh, kein Foul, sagt Schiri. Oh, weiter einfach gut geworfen. Oh mein Gott, Tor. 1:0 Bochum. Boah, was für ein Start in der zweiten Halbzeit. 1:0, sehr stark. Schon beim ersten Versuch hätte ich gedacht, der geht rein, aber der zweite, sauber. Echt, hoffentlich bleibt das so. Jetzt reicht los. Das ist eine gute Situation jetzt, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach ist es 1:0 auf jeden Fall verdient. Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Aber jetzt wird es ganz brenzlig. Der Ball ist freigegeben. Junge, wie hat er den da rüber geschossen? Also das war ja echt. Jetzt der Freistoß für Leipzig. Also mittlerweile ist der wirklich echt alles gepfiffen. Also das ist echt schlimm geworden. Jetzt sitzen die Leute auch mittlerweile nicht mehr. Komm! Schade. Augsburg führt eben gegen Schalke, aber jetzt wird es hier gefährlich. Digga, was hat er gemacht? Was hat der gemacht? Wie geht das? Jetzt wirklich aufpassen, also Leipzig wird immer gefährlicher mit der Zeit und es ist nur eine Frage, selbst wie es klingelt. 65. Minute gespielt. Also ich spiele jetzt wirklich mit dem Feuer die Bochum aus. Es ist zu wenig Power drin meiner Meinung nach und jeder Ball vom Torwart geht gefühlt ins Aus oder zum Gegner. Da müssen wir besser machen. Platz auch links, keiner, und jetzt gibt das einen Freistoß.
jetzt der Freistoß der Red Bull. Oh, sehr stark. RB, 85. Minute gespielt. Die letzten zwei Minuten regulär. Das wäre so wichtig, wenn sie das gewinnen. Da müssen bloß aufpassen. Es gibt 4 Minuten Nachspielzeit. Und Leipzig mit der Ecke. Oh, Glanzparade! Junge! Alter Schwede! Der Ding auf, ey! Arne, muss weg, der Ball! Sauber! Jetzt kann die Kamera nicht mehr raus. Junge! Wir haben so ein Riesenglück, die Bochumer. Durch alle durch! Pfosten! Oh mein Gott, Digga, das ist so krass. Wie kann man so Glück haben? Sie haben so dermaßen Glück gehabt, aber es ist so egal. Sie brauchen diesen Punkt so dermaßen, Leute. Ich kann leider jetzt nicht mehr doch drin sein und das anschauen, wie sie da am Feiern mit der Mannschaft sind, weil ich einfach los muss, Leute. Wir müssen jetzt ganz schnell nach Dortmund, dann spielen sie gegen Köln. Und ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Stadion, Leute. Und lasst uns sagen, Fan kommt oben da, kostenloses Abo. Danke für euren Schock raus und schönen Gruß aus Bochum. Ciao!